So, diesmal sollte es eigentlich klappen. So, ist der Chat eigentlich noch da? Wie läuft das eigentlich bei sowas? Ja, angeblich ja. Sind sogar zwei mehr als vorher, obwohl ich überhaupt nichts gestreamt habe. Cool. Gutes Konzept. Alexis, the Nexus, danke. So, hört ihr mich? Hört ihr mich? Habt ihr Ton? Hört ihr was? Ist das Stream überhaupt angesprungen? Könnt ihr mich hören oder müsst ihr wieder auf? Eh nur Standbild. Also gleich müsste was auf dem Handy kommen. Ja, Ton ist Handy da und es kommt auch Video. So, fangen wir noch mal an. Pleiten, Pech und Pannen. Ein OBS-Update war da. Herzlichen Glückwunsch. Hat mir so ziemlich alles zersägt. Ja gut, nicht alles. Die Szenen sind erhalten geblieben, also das Layout. Ja gut, hier ist The War. Willkommen zu The Way of Music, Episode 30. Willkommen alle, die da sind, die ausgehalten haben, trotz der technischen Pannen. Jo, was machen wir heute? Ich mache nicht das Stück vom letzten Mal weiter. Ah, schön, Twike 01, das jetzt auch funktioniert. Jo, ich habe mich ein bisschen mit Massive X am Wochenende beschäftigt, eigentlich nur mit der Suche, wo sind die Sounds? Die ganzen Pakete, die auch runtergeladen wurden, hab's gefunden. Man kann sogar ziemlich elegant drauf zugreifen. Was muss man auch wieder aufrufen? Nee, wo bist du? Hey. Ah. Ich öffne es mit einem Complete Control und da kann ich schlicht und ergreifend am Keyboard auch auswählen, was ich gerne hätte. Vor allem kann man dann auswählen, welche Bank man will davon. Und das Beam, Bounce, Bump und so weiter und so fort. Die Namen habe ich irgendwo doch aufgeschrieben. Oder Haze, Kino. Fangen wir mal mit Kino an. Nett. Pegel. Habe ich schnell reduziert? Jo. Ist auch der richtige Bildschirm da. Sieht der Stream gut aus? Ja, tatsächlich. Ja, okay. Ist sind farbige Tasten, was machen die? Der ändert anscheinend irgendwelche Snapshots. Ach, da unten nur. Die ersten vier sind belegt. Verstehe. Gut. Ancient Scare. Netter Effekt, netter Effekt. Aber schon ein bisschen langweilig. Sein, dass Kino wirklich zur Nachvertonung geeignet ist und nur dafür. Der Sound ist ja nett. War ich auf C? Von mir aus. Ach, und jetzt reagiert ihr nicht auf Aufnahmefunktion oder was? Ist ja gnädig. Ohne Grenze aufnehmen, danke.
jetzt neulich hätte ich noch am Keyboard alles bedienen können. Jetzt nicht. Hier spinnt alles. Nein, dahin. Kann ich besser schneiden. Tschüss, wie weit bin ich? Sechs Takte? Kann ich zählen? 1, 2, 3, 6. Mache ich 7 Takte da draus? Nee, erstmal nicht. Bleiben wir unser Standard 9, 8. Guten Morgen, guten Morgen. Vom Timing her doch, die Pause passt. Gut. Das ist ein Pad. Du bist ein Pad und die Midi-Spuren will ich gar nicht sehen. Danke. Jo, dann ab. Nuevo Instrumentos. Und wieder zum SF. Massive X. Bank. Was sehen wir denn jetzt? Haze, Fade, Drive. Drive. Was ist denn Drive? Pegel. Danke. Was auf dem Handy überhaupt? Na, noch nicht so ganz. Ganz plakativ. Massive X aus der Bank Drive, der Sound behind you, hinter dir. Nett. Aber nicht so brutal laut. Den will ich verwenden. Gut, was heißt verwenden? Ich möchte ausprobieren, ob es überhaupt klingt. Viel zu laut. Okay. Nicht 12-mal. Einmal, dann hätte ich gerne von da nach... Nein, nicht ranzoomen. Von da nach da... Ja, mit harten Schnitt. Die sind auf der Null, die Umschalter. Dann schalten wir doch erstmal hier um. Ich möchte...
Auf der 2, ja gut. Moment. Kontrollerspur, Mod, Wheel. Ach so, was macht eigentlich Expression? Nichts. Gut. Immerhin etwas. Dann bleiben wir auf C2. Aber heftiger. Schalten aber dahin um. Und hören uns das Ganze mal mit ein bisschen Vorlauf an. Sagen wir ab da. Eigentlich nur geladen und gespielt. Es gibt auch das als Standalone-Plugin. Also kann man auch laden. Das habe ich jetzt nicht probiert. Muss ich gleich mal ausprobieren. Vielleicht liegt es ja da dran. Und nehmen wir mal, was auch immer da ist. Und Schleifchen ab hier. Vielleicht sollte ich mich selber mal leiser abhören und den Rest mal lauter schrauben. Ja, aber nicht auf Null, nicht auf Null. Aha. Jetzt gibt's auch Strich. Mal im Auftakt hier. Wie würde es klingen, wenn wir dumm, die dumm, die dumm, dann runter dahin. Wie formen wir das Ganze? So. Anhören. Nein. Kann man vielleicht später machen, aber nicht da. Gut. So. Da können eigentlich dann Drums einsetzen oder sowas. Gut. Ich wollte mal ausprobieren. Probieren wir mal direkt Massive X als eigenes Plugin. Und gucken, wie er sich verhält. Muss ich sie bedienen. Stimmt. Rubrik. Nehmen wir mal Fade. Gibt es kein Vorher? Reether geladen. Es gibt kein Vorhören. Also es funktioniert. Da ich aber gerne den Browser benutzen möchte,
Sage ich hierzu nein, raus, tschüss. Das ist übrigens auch so, wie nenne ich dich? Wie heißt mein Sequencer? Komplette Kontrolle. Pegel. Achso, ja. Ja, damit ihr auch was seht, da ist er. Lieblingsspiel, scrollen. Was ist Bump? Hohoho. Das sind extreme Bässe. Langweilig. Das Gefühl, dass ich mir dann doch die Drums selber zusammenbasteln muss. Gut, mal was anderes. Alle Rubriken. Ich hätte gerne Drums. Immer noch 153. All Hail the Polychroma nennt sich übrigens dieser Patch. Nee. Ich habe diesmal keinen Bock auf Loops. Das nehme ich denn zum Basteln Piano. Nein, das ist nicht Drums. Andererseits lächelt mich gerade Damage an. Da. Wundervolles Suchen. Und noch was? Was haben wir unten eigentlich vom Umschalter? Hier irgendwas dran? Nein. Nee. Nicht die, die ich will. Oh, das hier übersichtlich. Exploding Cars. Nee, auch nicht. Was ist da gerade umgefallen? Hi-Hat Studio, sind also noch weniger Sounds. Sag mal, wo waren die ganzen schönen eigentlich? Epic Text, nicht ein Epic. Mangled Pop voll. Dann lad mal.
Nein, nein, nein. Sieht wohl doch ganz, ach, Einzelarbeit aus. Was nehmen wir denn? Wo ist Battery? Hallo, Battery. Sind wir? Überhaupt nichts. Der geht runter, der rauf. Harter Bass. Machen wir es erstmal trocken. Also ist Bild und Ton noch da. Stream sagt immer noch live. Na gut, Sache vorhin hier auch. Danke ans Update. So, Beat basteln. Beat basteln. Das sollte aber ein eher langsamer Beat sein. Weil das Singfenster dann doch ziemlich viel Dampf gibt. Wo bin ich eigentlich? Irgendwo. Warum? Achso. Auf der 1, auf der 1. Ah, danke. Modwheel brauche ich nicht. Nein, da wollte ich hin. Na, nehmen wir immer noch den. Was ist für eine komische Linie eigentlich hier unten? Ist das ein Anzeige? Nein. Ich hab. Seit wann ist die Anzeige jetzt auch noch so. Irgendwie will der Rechte mich heute richtig veräppeln. So, danke. Nochmal Snärchen. Da. Das hin. Hörst du nicht, ne? Mal lauter drehen, so alle Töne. Batterie nutze ich eher selten. So laut. Die sollten etwas leiser sein. So noch schönes. Was ist der Unterschied? Geht nicht so tief runter. Der ist noch. Puff. Ne, war jetzt die zwei hier mit rein. Wenn ich mich nicht verklicken würde. Den man nicht hört, oder? Ja, weg damit. Hi-hattiges. Ach, was soll's.
wahrscheinlich sogar andersrum. Ja, das ist noch. Die Drums sind gerade sehr trocken, weiß ich. Ich möchte die Originalsounds hören, wenn ich einen Loop reinhacke. Das Tolle ist, so viele Sounds haben die ja nicht. Zumindest der Herr, ich hatte es ja gesehen, das ist sehr übersichtlich. Maximal 16 Stück in dem hier. Ja, es staubt. Zu trocken. Drüms möchte Raum haben. Soll er Raum bekommen? Nehmen wir die Kreativen. Ice Cave. Man kann sehr interessante Sachen machen, die aber hier überhaupt nicht gut klingen. Nee, Medium, was sehen wir denn? Cozy Chapel? Dass die jetzt nicht gehen. Schwachsinn. Dumm, dumm, dumm. Leiser. Irgendwo waren doch die. Was? Nur? Ach, hatte ich nicht irgendeine komische Option gewählt? Nein? Komisch. Fiss. Dann fissen wir mal rum. Zu laut sein. Gehen wir mal einen halben Takt einfach mal rauf. Thank you.
Hier will ich was ändern. Aber was? Die Kunst, rechtzeitig den Mute-Knopf zu treffen. Nein, nicht der. Dahin. Da noch einen. Klepp, klepp. So. Höhen, Höhen. Wo machen wir die Höhen hin? Kennst du auch nicht, ne? So. Das ist wahrscheinlich zu laut. Ob das klingt. Fast schon ein bisschen lauter. Jetzt will ich mich hierauf fokussieren. Nochmal ein Kick. Kick im Off. Nein. Kannst du mich erst dahin gehen? Ihr könnt dahin geschoben werden. Loch. Nein. Den hört man wenigstens. Machen. Von da nach da. Nein. Da. Und bis hierhin wieder runter. Rauf. Runter. Lassen wir die mal ein bisschen länger laufen. Ach, kann eigentlich Polyphonie? Können wir ein bisschen früher einsteigen lassen. Nee, machen wir es halbwegs so rhythmisch. Stand wohl noch eine 3 drin. Ja.
suchen gehen. Irgendwas sagt mir, damit kann ich noch nicht wirklich weiterarbeiten. Ja, ja, eine Spur erzeugen. Ja, ja. So, was finden wir denn Schönes? Und was und wo? Action Strings wird nicht passen. Diesen komischen Chor. Alle du mich auch. Aber wieso? Ey, geht der jetzt nicht auf die Knöpfe? Ist doch nicht wahr. Da vielleicht? Auch nicht. Schwachsinn. Der ist aber sehr dünn. Ist mir zu dünn. Nee, nein, nein. Also es wird eher so was Sündiges, Heftiges. Gut, gut, gut. Was bist du? Nein. Massive X. Da hätten wir gerne noch was Arpeggiatetes, bitte. Oh, Sequenced Looped. Was haben wir denn da Schönes? Laut. Vielleicht synchron starten. Dumm, die dumm. Gar nicht nachgeguckt, was da eigentlich für... hat nur eins. Ah, okay. Kann ich das ja auch hier vergessen. Ob ein A passt? Schon.
was angeklickt aus Versehen? Hab mich nur ich den Eindruck, oder ist sie jetzt dieser Synthi jetzt plötzlich ganz asynchron geworden? Doch mal reingucken, was tut sich denn da? Gibt's irgendwo einen Sync? Modulatoren, Routings, nicht viel Voice-Generatoren. Wo könnte denn das... Gucken wir noch einen Sequencer auch mal an. Sehe ich irgendwas? Sie bei dem East Asia neulich. Haben wir auch ziemlich auf die Fresse fallen mit. Nee. Ich sehe es auf Anhieb nicht. Nun gut. Wird wohl irgendwo vergraben sein. Was soll der Mist? Gut, dann nehmen wir halt einen anderen. Mir doch wurscht. Heißt auch passenderweise A Lost Lighthouse. Ja, ja. Es quietscht und pfeift. Okay, nein. Von, dass der Ton hinten doch nicht stimmt. Hallo Elchmädchen. Ja, ich bastel nur rum. Ich versuche gerade mit einem bestimmten Plugin zurechtzukommen. Ruhe. Gehen wir doch auf den G runter. Und der kann ganz runter gehen. Lautstärke. Mal weiter probieren, was gibt's denn überhaupt? Kann ich auch gleich wieder das Ditch nehmen. Würde besser klingen. Oh je. Wo könnte der sein? Da ist er ja, Phases. Hm.
kopiert. Tschüss. Muss ich den echt blenden? Das wollen wir doch mal an. Wie klingt denn die Tasche tiefer? Klingt er überhaupt? Ach nein. Steuerbefehle. Hehe. Das bisschen, was wir haben. Rein. Das ist mir definitiv zu trocken. Da habe ich doch auch schöne vorhin gehabt. Ja, natürlich. Pegelchen runter. Hallo. Waschen kann ich mich selber. Danke. Sound Effects, was hat er denn? Nee, komm jetzt so schnell wieder. Ja, ja, bin ich gerade am Arbeiten. Du, das ist Work in Progress. Das kann sonst wird noch kommen. Ist mir auch schon aufgefallen, dass das Intro so ein bisschen zu heftig reinkommt. Also Übergang. Das klingt ja, wenn man spielt.
Das ist ein akustisches Fragezeichen. Einen Ton hätten wir. Falsche Taste, da. Mission Mix, gut. So, ersten Ton drin, nächsten Sound. Dumm, die dumm, die dumm. Wir basteln uns Übergänge. Kannst ja als Neuzugang ja auch auf YouTube die alten Folgen angucken. So siehst du, wie so, wie meine Arbeitsweise ist. Bei mir ist es erstmal eine Schleife, die ich entwickle. Die muss nicht gut klingen. Siehst auch auf dem Bildschirm, wenn man es denn sehen kann im Stream. Wahrscheinlich nicht. Dieser Bereich hier, den ich jetzt schwarz markiere, ist eigentlich die Hauptschleife. Aktuell. Aktuell. Und zurückchen. Na, das ist soweit. Na komm. Was haben wir noch Schönes? Wake. Bank Wake. Falls die Lautstärke natürlich absurd ist. Länger laufen. Das Mod will üben wir auch noch mal. Ab da. So lange ist das schon. Gegebenenfalls muss man wirklich blenden. Was soll's. Aber vielleicht könnte früh anfangen. Dafür kann er aber auch lauter. Ist eigentlich Polyphon? Nein! Lassen wir es so. Ich habe eine Idee, was ich jetzt versuchen werde, unser Vocals. Sag, was meinst du, was gut klingen würde? Ist hier nur bei VW Vocal. Ist das soweit? Tja, welche nehme ich denn? Ja. Spur natürlich. Nee, ich wollte Phrasen haben. Oh!
Aber nicht auf A-Moll. Jetzt sagt nicht, dass die Tonlage, die ich gerade spiele, hier nicht drin ist. Natürlich. Ist ja nicht. Welchen letzten Pington meinst du da? Ich stelle jetzt die hier, als wenn du den mit Ping meinst. Effekt nutze. Im tiefen Bereich kommt er nicht gut. Da ist er besser angesiedelt. Aber ich war bei Vocals. Haha. Hahaha. Ha. Verändern. Anscheinend nicht. Es ist irgendwie ein One-Shot. Na, Moment mal. Loop, Step. One-Shot rückwärts? Sound. Immer noch kein C. Na gut, halt G. Gut, Loop anschmeißen hören. Gehen.
doch Raum drauflegen. Ja. Aber tatsächlich, Moment, wie sehr wuselt ihr mir eigentlich im Panorama rum? Wo ist meine Anzeige? Aus. Ach so, ja. Da kommt kein Panorama mehr drauf, irgendwas. Das reicht. Das reicht mir zur Genüge. So, nochmal. So, Solo aus. Hin. Suchen wir uns einen Riser. Wo? Irgendwo. Sollte ich vielleicht hier. Oh, kann man überhaupt da ein paar, kann man das wirklich nicht anders anordnen, lieber Hersteller? Nein, ich kann doch nichts verschieben. Nein, nein. Ist nicht euer Ernst. Nehme ich. Das ist Massive FX. Natürlich, wo sonst? Ich suche über alle Sounds und lande bei Massive FX. Ah, brrrt. Igel. Der hat ja einen langen Vorlauf. Gut, da. Leiser, besseres Timing. Möchtest du damit ausdrücken, dass es dich schüttelt oder zum Vibrieren bringt und die Erkenntnis? Ah! Brrr. So, am Anfang genug gewuselt. Will wieder hinten basteln.
Prinzip ja, praktisch noch nicht ganz. Umschalter lassen wir da. Gehen noch. Ah, habe ich gar nicht ausprobiert. Sage mal, was macht der eigentlich? Auf der Touch hatte, aber nicht viel. Ignoriere ich. Eigentlich hinten, wenn musikalisch im Kontext könnte man das jetzt auch missverstehen. Hallo? Cubase? Huhuhu. Was macht der da? Haben wir jetzt was geladen? Nicht geladen? Ist er das? Ja, wo ist die Spur? Puh. Nicht. Was sagt... Recht langweilig gerade. Gewiss anscheinend nicht. Was ist denn hier los? Gut, hallo? Da das Programm nach dem Absturz nicht stabil läuft, das habe ich schon bemerkt. Bitte beenden Sie. Bla bla bla. Ja.
Gut. Dann unterhalten wir uns mal. Jo, wollte es eigentlich weitere Downer suchen? Wenn wir gleich mal, wenn Cubase hoffentlich hochkommt, ich nicht einen Rechner neu starten muss. Das wäre nämlich echt übel. Also dann ist der Stream definitiv für heute vorbei. Habe ich keinen Bock mehr. Hallo, Cubase. Aha. Öffnen. Gar nichts in der Liste. Wie toll. Nein. Tja. Mal gucken, was er lädt. Nee. Derweil bewundern wir ein Windows, Standard-Windows-Hintergrundbild. Flashy, flashy. Gut. Aber das möchte ich bitte wieder unter einem vernünftigen Namen abspeichern. Sonst komme ich durcheinander. Da. Ja, überschreiben. Habe ich ein Projekt geschrottet, oder was? Es sieht auch alles irgendwie komisch aus. Muss ich jetzt ehrlich sagen. Im Sinne von die grafische Darstellung. Gehen wir hier rein. Mag ich mich hier mehr? Das ist die Anxious Engine. Die muss drin bleiben. Gut. Ja, erzeugen. Die nicht im Mischpult erscheint. Okay, Cubase ist restlos gecrashed. Ist unzuverlässig gerade. Was auch immer hier schief gegangen ist. Nun gut, versuche ich doch mal zumindest noch das musikalische bisherige laufen zu lassen, wenn überhaupt noch was läuft. Ich kann auch nicht das Mischpult bedienen. Wie toll. Wir hören, sehen aber nichts. Scheiße. Nun gut, dann blende ich halt in OBS. So. Und ich höre es mit voller Lautstärke, ihr nicht. Also, muss ich ein bisschen anbrüllen? Nein, 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 kann ich nicht. Also, Stream mit Pleiten, Pech und Pannen. Dann verabschieden wir uns mal für diesen Dienstag. Valentina Alcaraz, 2K01, Small Streamers, DC Community, Elchmädchen, Another TV Viewer, Alexis the Nexus. Danke fürs dabei sein, fürs Erdulden von Pleiten, Pech und Pannen. Kommt auch mal vor, auch abseits vom Streaming, das würde jetzt jeden Musiker in Wahnsinn treiben. Mich auch. Jetzt will ich erstmal entspannen und der Maschine einen Tritt verpassen. Und ja, planmäßig mache ich dann morgen, also ich wechsle dann morgen schon auf den Mittwochsmodus und dann halt freitags wie gewohnt, in irgendwelcher Länge. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend und bis morgen, demnächst, wann auch immer. Und wenn ihr kreativ seid, lebt die Kreativität aus. Bis denne, tschüss!